Hallo Leute, ich bin Joey und willkommen hier zu einer weiteren Würfel-Buff-Challenge auf meinem Kanal. Ich weiß, eine Würfel-Buff-Challenge gab es schon lange nicht. Heute ist es mal wieder an der Zeit. Schön mit der FIFA 365 Sticker-Serie. Der magische rote Würfel ist am Start. Und ihr wisst ja, wie das Ganze abläuft. Ich werfe jetzt den Würfel 11-mal. Das erste Päckchen steht für den Keeper, Linksverteidiger, Innenverteidiger, Endverteidiger, Rechtsverteidiger und so weiter. Wir spielen heute in einem 4-3-3. Das ist so die klassische Formation, die ich eigentlich meistens spiele. Und deswegen spielen wir heute auch in einem 4-3-3. Der 12. Wurf sagt aus, wie oft wir die Position hin und her tauschen können. Das heißt, wenn ich beispielsweise im Tor jetzt als ersten Spieler Messi habe, darf ich am Ende beim 12. Wurf, wenn ich eine 3 würfel, nochmal 3 Positionen hin und her tauschen. Und der 13. Wurf sagt aus, wenn ich da zum Beispiel eine 6 würfel, wäre am besten, darf ich nochmal 6 Spieler von allen gezogenen Spielern ins Team hineinholen. Und das ist richtig überpowered quasi. Und natürlich hängt es mit dem Glück ab, was wir hier würfeln. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ersten Wurf. Erstes Tütchen, Torwart, also zuerst kommt der Torhüter, den ich am Ende nochmal wechseln kann, etc. Habe ich ja gerade erklärt, Leute. Ich habe es ja gerade erklärt. So, let's go. 3. Wir haben die 3. Schauen wir mal, wer das jetzt hier sein wird. Emre Can wäre die 1. Cicero. Die 3 ist Carlos Vargas als Verteidiger. Ich glaube, nicht Innenverteidiger, Außenverteidiger ist er. Kedira und Thiago Silva. Also natürlich müssen wir uns auch die anderen Spieler so angucken. Und ich kann ja schon eine leichte Vorauswahl treffen, den wir eventuell nachher mit hineinholen könnten, wenn ich halt die Auswahl habe. Und mindestens einen Spieler darf ich ja hineinholen, weil auf den Würfel ist ja die geringste Zahl eine 1. Deswegen lasse ich mal Thiago Silva hier oben liegen und lege die mal zur Seite. Also Vargas ist natürlich... Ja, da muss ich eigentlich nichts zu sagen. Eine 6, das heißt, ich darf mir den Spieler aussuchen als... Linksverteidiger von allen gezogen, also von diesen Spielern, die ich hier in diesem Pack habe, darf ich mir die Auswahl alleine aussuchen. Und ich nehme natürlich Luis Suarez mit. Da müssen wir uns keine Gedanken mehr machen wegen unserem Stürmer. Natürlich möchte ich Luis Suarez jetzt nicht gerne als Linksverteidiger haben, aber als geiler Stürmer ist er natürlich immer gefragt und eine Top-Besetzung als Stoßstürmer, als Mittel, als Neuner vorne drin. Deswegen nehme ich ihn jetzt hier mal mit und ich hoffe, dass ich am Ende nochmal irgendwie tauschen kann. Ist ja klar, ne? So. Innenverteidiger haben wir die 1. Direkt den ersten Spieler und es wird Sergio Kun Aguero. WTF, wo soll ich denn die Stürmer hier alle spielen lassen? Gianluigi Buffon, das wäre mal eine gute Auswahl. Und Marcel Schmelzer könnte man auch als Linksverteidiger spielen lassen, aber ja, Marcel Schmelzer gibt es natürlich bessere Linksverteidiger, aber wenn es am Ende hart auf hart kommt, warum nicht, ne? Warum nicht? Also Aguero, Suarez, eine bessere Verteidigung kann ich mir nicht vorstellen, Kappam. So, die 3. Die 3. Jemerson, Rabiot, Duenas. Jovetic und Luka Modric. Oh shit. Jesus Duenas. Keine Ahnung, was wo er überhaupt in echt spielt, weil den Fußball von Tigres, glaube ich, aus Mexiko verfolge ich jetzt hier nicht so wirklich. Und deswegen weiß ich auch nicht, wo Jesus Duenas spielt. Natürlich sehe ich hier als Mittelfeldspieler, aber Mittelfeld kann ja viel bedeuten. Sechser, linker Mittelfelder, rechter Mittelfelder, Achter, Zehner. Aber so wie ich den jetzt hier sehe, würde ich eher sagen, dass es so ein zentraler Mittelfeldspieler ist. Ich weiß aber natürlich nicht genau. Rechtsverteidiger, die 5. Rechtsverteidiger, die 5. Das müsste der letzte Sticker sein und somit ist es ein goldener Sticker. Sehr schön. 3, 4 und 5. Und das ist Luan als Stürmer. Ja, ich spare mir mal meine Worte, Leute. Ich spare mir meine Worte. Ihr seht, wie es aktuell aussieht. Es ist kein gelernter Innenverteidiger. Es ist kein gelernter Verteidiger drin, Torwart drin. Ja, zwar haben wir gute Spieler mit Suarez, Aguero, aber die sollen natürlich jetzt da nicht als Verteidiger dienen. Bei uns hier im Team. Die 1. Das ist in Ordnung, Thomas Lemar. Ja, warum nicht? Als zentraler Mittelfeldspieler kann man ihn sogar durchaus mal spielen lassen, Thomas Lemar. Wen haben wir hier noch? Danilo Pereira, Akanji und Jadon Sancho Pancho. Wenn ich am Ende keinen rechten Flügelspieler habe, wieso denn auch nicht Jadon Sancho? Der macht sehr, sehr gut beim BVB. Und es ist die 6, jawohl. Ich darf mir den Spieler jetzt hier aussuchen.
Ospina, Zöt, Zantimina und Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini. Ich nehme Giorgio Chiellini mit. Ja. Für mich so der Beste aus diesem Pack, deswegen nehme ich ihn mal hier mit. Ich muss halt am Ende ganz stark hoffen, dass ich irgendwie alles versuche und es schaffe, dass ich alles hier getauscht bekomme. So, das war das Wort, was mir gefehlt hat im Mund. Serdar, Correa und Maradona, WTF, Diego Armando, Mozart, Maradona, nein. Diego Armando, Maradona, WTF, Leute. Geil, also Maradona, zentraler Mittelfeldspieler, würde ich eher auch im Sturm sehen oder halt im Flügel oder linker Flügel oder so. Aber ich habe halt jetzt schon mit Suarez, Agüero eigentlich zwei gelernte Neuner. Wenn ich jetzt so die Auswahl hätte, würde ich Suarez in den Sturm stellen, Agüero links und Maradona rechts. So würde ich es, glaube ich, machen. So, wir haben ja noch drei Tütchen. Wir haben ja noch drei Tütchen, die zwei. Es wird Gaston Pereira im linken Flügel. Ja, da Diego Godin, geiler Innenverteidiger. Also wir haben schon Spieler gezogen, die ich gerne im Team noch hätte. Dann müssen wir natürlich jetzt Glück haben, dass wir am Ende gut würfeln. Die 4. Wer wird die 4? Diego Leite, goldener Sticker, Logo, Living Football. Das heißt, ich darf mir den Spieler aussuchen und ja, ich habe nur die Auswahl zwischen zwei Spielern, Diego Leite und Daniel Schwab. Ich nehme Daniel Schwab mit, komm, let's go. Habe ich einen PSV Eindhoven-Sturm hier. Einen richtig guten Sturm mit Gaston Pereira und mit Daniel Schwab. Pereira. Ja, die Spieler möchte ich natürlich nicht in meine Team haben. Ich hoffe, dass ich die am Ende auswechseln kann. Es ist die 6. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und ich habe ja gesagt, dass ich im rechten Flügel gerne... Alter, jetzt kommt auch noch es kommt auch noch Messi. Holy shit, Mann. Dann muss ich Messi im rechten Flügel spielen lassen. Alter, was ist das für ein Team? Was ist das für ein Team? Ohne Witz. Leute, schaut euch das mal an. Also ich mache es jetzt so, dass ich... Ich kann ja auch die offensive Variante von der 4-3-3-Formation spielen. Das heißt, dann würde ich Maradona ins zentrale offensive Mittelfeld stellen. Agüero, linker Flügel, Suarez vorne. Alter, Leute, was ist da? Heftig, Mann. Es fehlt nur noch eigentlich Ronaldo, den ich aber jetzt hier nicht gezogen habe. So, komm. Dieser Wurf sagt jetzt aus, wie oft ich die Positionen hin und her tauschen kann. Und es gibt ja ein paar Changes, die ich gerne hier machen würde. Deswegen wünscht mir Glück, dass ich hier hoffentlich eine 5, eine 6 würfel oder so. Ja, eine 3. Jetzt muss ich überlegen. Also Maradona muss definitiv ins ZOM. So, dann muss Suarez definitiv in den Sturm. Zack. Und Agüero muss auch in den linken Flügel. So. Jetzt, Leute, ich brauche eine 5. Ich brauche mindestens eine 5. Weil das Mittelfeld und Sturm sieht gut aus. Giorgio Chiellini kann man mal als zentralen Mittelfeldspieler stehen lassen. Aber ich brauche eine 5, Leute. Ich muss die gesamte Abwehr auswechseln. Wenn ich jetzt diese 5 Spieler auswechseln darf, Keeper, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, dann ist es so ein geiles Team. Mit Agüero, mit Suarez, mit Messi. Also Mittelfeld, Sturm ändere ich nichts mehr. Das Einzige, was ich jetzt noch ändern würde, wäre also... Ja, Verteidigung. Komm, bitte. Eine 4. Wen lasse ich stehen? Ich glaube, ich lasse Daniel Schwab als Linksverteidiger stehen. Komm, ich lasse Daniel Schwab als Linksverteidiger stehen, weil die anderen sind ja gar keine gelernten Verteidiger. So, 4 Spieler. Als Keeper weiß ich ja schon mal, wen ich nehme. Das ist Gianluigi Buffon. Innenverteidiger hatte ich, glaube ich, Godin. Genau, Godin, so sieht's aus. Rechtsverteidiger, wen hatten wir als Rechtsverteidiger? Und noch einen Innenverteidiger. Wir brauchen noch einen Innenverteidiger und einen Rechtsverteidiger. Akanji könnte man, wenn ich nichts anderes habe, ich habe, glaube ich, auch noch Thiago Silva. Aber als Rechtsverteidiger, wir sollen da spielen. Ja, nee, also Thiago Silva ist unser Innenverteidiger. Entweder stelle ich jetzt Akanji als, oder Kurzawa. Kurzawa könnte ich auch als Rechtsverteidiger hinstellen.
Das glaube ich, mache ich auch, Leute. Kurzawa ist unser Rechtsverteidiger. Haben wir hier so eine Paris-Ecke noch? Also es sieht richtig, richtig geil aus, das Team, finde ich. Oder was meint ihr, Leute? Bewertet das Team von 0 bis 10 Punkten. Aber das grenzt schon fast an 9 bis 10, würde ich sagen, oder? Viele Positionen kann man nicht verbessern. Natürlich ein besserer Linksverteidiger, ein besserer Rechtsverteidiger. Chiellini hätte ich vielleicht noch als Verteidiger einbauen können. Der steht jetzt bei uns im Zentralmittelfeld. Thomas Lemar, vielleicht da noch ein Modric, den hatte ich ja auch noch gezogen. Aber natürlich, hätte ich am Ende hier eine 6 gewürfelt, hätte ich wahrscheinlich noch einen Modric reingeholt. Aber es war nur eine 4, eine 4. Ich war mit einer 4 definitiv zufrieden. Eine 5 wäre geiler gewesen, hätte ich noch Daniel Schwab auswechseln können, etc. pp. Das soll es gewesen sein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin raus an dieser Stelle. Haut rein und tschüssi.